Heute gibt es den Jahresvorausblick. Ist das ein Wort? Jahresausblick? Jahresausblick, das ist ein Wort. Jahresausblick 2023. Ich möchte mit euch gerne darüber sprechen, was ich so geplant habe für nächstes Jahr. Man kann ja immer nur bedingt planen, aber was ich mir so vorstelle, ein paar Sachen privat, wobei ich da nicht so viele habe und nicht so ins Detail gehe. Dann lesetechnisch, was habe ich geplant und natürlich auch YouTube-mäßig, was ist da geplant. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich ganz kurz nochmal über das Jahr 2022 sprechen. Ist nur ein kleiner Teil dieses Videos, weil es der nicht ganz so wichtige Teil ist. Dieses Video ist aus verschiedenen Gründen für mich sehr besonders. Aber um all diese Punkte gut rüberbringen zu können, möchte ich das Jahr 2022 nochmal Revue passieren lassen, weil bei mir echt viel los war. Also das war ein Jahr, wo sich so viel getan hat wie selten, besonders im Vergleich zu den Jahren davor, Pandemie und so weiter. Ich bin umgezogen, ich habe einen neuen Job in der neuen Stadt angefangen, ich habe neue Leute kennengelernt. Es hat sich viel getan, es hat sich auch auf YouTube viel getan. Ich habe beim Sommercamp mitgemacht, was ich nie vorher gemacht habe, was super viel Spaß gemacht hat. Ich habe neue Thumbnails zusammengebastelt, ich habe neue Videoformate entdeckt, ich habe Videoformate weggelassen, die ich seit Jahren gemacht habe. Ich habe Challenges gemacht, die ich schon seit Jahren vorhatte und aber einfach nie umgesetzt habe. Und ich bin sehr, sehr stolz auf all das. Aber es war einfach sehr viel los. Und ihr habt das vielleicht auch gemerkt, es kamen sehr unregelmäßig Videos zwischendurch. Ich habe in den Monaten beim Umzug und danach sehr wenig gelesen. Ich habe generell nicht viel Gutes gelesen. Also ich habe, glaube ich, das erste Jahr seit langem, wo ich deutlich weniger Highlights als Lowlights, nennt man das so. Also Highlights als Flop habe. Ich habe weniger gelesen als in allen Jahren davor, nämlich nur 50 Bücher. Für mich immer noch sehr gut. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Aber die Qualität der Bücher möchte ich natürlich nächstes Jahr steigern. Dazu komme ich dann noch. Und ja, das war einfach ein Jahr, was sehr turbulent war, wo sehr viel los war, wo ich viel erlebt habe, Gutes wie Schlechtes. Ich denke, wir haben alle viel durchgemacht, auch politisch und gesellschaftlich. Muss ich nicht auf alles eingehen, darum soll es hier auch nicht gehen. Aber das hat mich natürlich auch nicht kalt gelassen. Es ist auch nicht so, dass ich ein sorgenfreier Mensch war. Ich habe mir, glaube ich, super viele Gedanken und Sorgen durchgehend gemacht, wie das immer so ist, wenn man umzieht, wenn man was Neues anfängt und wenn man dann am Ende des Jahres feststellt, dass viele Dinge auch gesellschaftlich schwierig sind und vermutlich nicht oder zumindest nicht sehr bald besser werden, dann kann einem das schon mal Angst machen. Ich möchte aber auf keinen Fall mit Angst in das neue Jahr und sehe dieses Jahr erstmal als guten Anfangspunkt, weil es die Basis ist für alles, was nächstes Jahr kommt. Sowohl privat als auch YouTube-mäßig als auch lesetechnisch ist das ja hier der Ausgangspunkt, die Basis dafür. Und das finde ich immer sehr wichtig, weil man braucht ja nun mal einen Anfangspunkt. Und ich habe sehr viel Gutes erlebt und ich glaube, vieles davon kann ich positiv weiterführen im nächsten Jahr. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil wie gesagt, ich habe in letzter Zeit auch viel mit Leuten gesprochen, die sehr negativ denken, was das nächste Jahr angeht. Und ich bin immer so jemand, ich liebe Silvester, ich liebe den Jahresneuanfang, ich liebe es zu wissen, okay, jetzt fängt was Neues an. Aber es ist gleichzeitig auch die Weiterführung von dem, was ich jetzt schon hatte. Ich habe sehr viel Tolles aufgebaut dieses Jahr, in vielerlei Hinsicht. Und ich habe auch sehr viele Erkenntnisse gewonnen dieses Jahr. Zu denen komme ich dann noch. Und mir ist immer wichtig, mit Hoffnung in das nächste Jahr zu gehen. Das versuche ich jedes Jahr. Es gelingt mir nicht jedes Jahr gleich. Aber dieses Jahr denke ich mir, ich habe so eine gute Grundlage für mich selber gelegt. Und ich hoffe, dass natürlich auch in meinem Umfeld viele Grundlagen da sind von dem, was ich so mitbekommen habe. Und ja, es ist schwierig gesellschaftlich, politisch, generell von den Zeiten, in denen wir leben. Aber es war auch in der Pandemie schwierig. Es war auch davor schwierig. Wir hatten immer solche und solche Zeiten. Krisen gab es schon immer. Und es geht eben einfach nur darum, wie wir damit umgehen. Und ich denke mir halt so, es bringt mir nichts, jetzt zu denken, es wird nächstes Jahr eh nicht besser. Es wird eh alles nur schlimmer oder gleichbleibend schlimm. Davon habe ich ja nichts. Weil Hoffnung ist eigentlich alles, was wir da haben in solchen Punkten. Uns erstmal ins nächste Jahr zu begleiten. Und mir ist einfach wichtig zu denken, nächstes Jahr kann richtig gut werden. Warum auch nicht? Warum sollte 2023 nicht ein paar Wenden bringen? Auf jeder Ebene, die wir haben. Auf meiner eben auch. Persönlich, wie gesagt, habe ich ja viel aufgebaut dieses Jahr, was ich weiterführen kann. Und deswegen will ich jetzt so ein bisschen darauf eingehen, was ich damit meine, was ich nächstes Jahr geplant habe. Ich habe sehr viel Handbewegung heute, keine Ahnung warum. Und möchte euch einfach so ein bisschen durchbegleiten. Fangen wir mal mit dem Privaten an, weil das ist relativ klein und ja, nicht so viel zu erzählen ist. Ich möchte mehr reisen, weil ich habe in den letzten Jahren, bin ich nicht so viel verreist und ich habe jetzt aus verschiedenen Gründen mehr Möglichkeiten nächstes Jahr und möchte mehr verreisen. So zwei, dreimal im Jahr. Muss auch nicht immer super weit sein, aber ich habe ein, zwei Ziele, die mir sehr wichtig sind. Vieles davon ist noch nicht in Stein gemeißelt, vieles wird relativ spontan passieren, aber grundsätzlich habe ich das
Ziel, mehr zu reisen und mehr von der Welt zu sehen. Vor allem Punkte oder Städte, die ich noch nicht gesehen habe und Städte, die ich schon sehr lange nicht mehr besucht habe. Das ist mir sehr wichtig. Dann möchte ich natürlich mehr lesen, aber dazu kommen wir dann noch. Dann möchte ich natürlich die Beziehung, die ich dieses Jahr aufgebaut habe. Ich habe sehr, sehr viele neue Leute kennengelernt, weil ich hier umgezogen bin. Die Beziehung möchte ich ausbauen, möchte ich was draus machen. Und ja, warum sollte das nicht funktionieren? Grundsätzlich habe ich so ein paar kleinere Sachen, wo ich aber noch nicht weiß, ob ich die umsetze, die jetzt hier auch nicht zur Sache tun, weil wie gesagt, das ist schon sehr privat, aber ne, das ist so der Punkt. Ich möchte mit dem kreativen Schreiben wieder anfangen. Ich habe das jahrelang auf Eis gelegt, weil mich das Studium da so ein bisschen verbrannt hat, weil ich sehr viel geschrieben habe und ich sehr unglücklich war und ich nicht wirklich gut schreiben kann, wenn ich leer bin innerlich. Und ich habe das Gefühl, dass ich seit diesem Jahr mir das wieder zutraue. Weil kreatives Schreiben ist auch immer so ein bisschen aus dem Inneren schöpfen. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt wieder an einem Punkt bin, wo ich Bock drauf habe, wo ich das wieder kann. Ich sage damit nicht, dass ich in Richtung Veröffentlichkeit ist auch kein Wort, Veröffentlichung gehen möchte. Ich möchte einfach nur kreativ schreiben. Ich weiß nicht, welche Form das annimmt, ob es Kurzgeschichten sind, Gedichte, Reime, Geschichten, eine längere Story. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte einfach kreativ schreiben. Ich werde mir auch keinen Vorsatz machen, in welchem Monat ich wie viel schreibe, sondern ich möchte einfach das organisch entwickeln. Aber das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich damit wieder anfange. Dann möchte ich natürlich mich beruflich weiterentwickeln. Da kann ich jetzt nicht so drauf eingehen, weil es, wie gesagt, sehr privat ist. Aber da gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie ich weiterkommen könnte, die ich auch schon mit meinen Chefs besprochen habe. Und da freue ich mich sehr, das noch weiter auszubauen, hoffentlich. Und das ist so, was ich so im Privaten geplant habe. Also gar nicht so viel, aber so ein, zwei Dinge, wo ich mir denke, das könnte doch echt was werden. Dann lesetechnisch möchte ich mehr lesen als dieses Jahr. Ich werde mir wahrscheinlich die Goodreads Challenge, die mache ich immer. Ich weiß nicht genau, ob ihr auf Goodreads seid. Ich liebe die Goodreads Challenge und ich werde wahrscheinlich versuchen, 60 Bücher einzustellen. Dieses Jahr habe ich 50 gelesen. Nächstes Jahr werde ich versuchen, plus minus 5 Bücher pro Monat zu lesen. Also 60 Bücher kommen dann dabei raus. Ich habe in dem Jahr, wo ich sehr viel gelesen habe, 72 Bücher gelesen. Aber 60 ist so die Zahl in den normalen Jahren, wo keine Pandemie war oder Langeweile oder so, sind 60 eigentlich immer so mein Durchschnitt. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Zahl, mit der ich sehr zufrieden sein werde. Ich bin ja immer so, wenn es nicht hinhaut, haut es nicht hin. Ich hatte, glaube ich, dieses Jahr auch 70 Bücher am Anfang und habe es auf 50 reduziert, als ich beim Umzug gemerkt habe, ich lese jetzt seit Monaten nicht, weil es einfach nicht geht. Man muss es auch so ein bisschen anpassen können. Und da sehe ich auch kein Problem drin eigentlich. Genau, das ist so lesetechnisch. Ich habe auch eine Lese-Challenge, bei der ich mitmache, über die ich euch jetzt erst informiere, weil ich vorher keine Möglichkeit hatte. Das hat sich auch sehr spontan über Instagram ergeben. Es gibt einen Discord-Channel. Wie gesagt, leider kann man nur bis heute mitmachen. Also ich hätte euch gerne eingeladen, aber ich war krank und ich war bei der Familie. Also ich habe vor diesem Tag halt einfach keine Videos drehen können. Sonst hätte ich euch gerne eingeladen, mitzumachen. Das ist nämlich eine sehr interessante Challenge. Falls ihr bei der Challenge auch mitmacht, schreibt mir gerne. Das ist die Heaven, Earth, Hell und Universe Challenge, wo es vier Teams gibt und jedes Team hat verschiedene Punkte, für die man Punkte bekommt, wenn sie in einem Buch auftauchen. Es gibt Joker, es gibt Quartalsaufgaben und da werde ich mir dann immer so 5 Aufgaben pro Monat rausbasteln. Also quasi immer 3 Quartalsaufgaben, einen Joker und eine Teamaufgabe sozusagen. Und ja, da habe ich mir für Januar auch schon was rausgesucht, bin sehr, sehr zufrieden und bin sehr gespannt, weil das jeden Monat ist. Also es läuft die 12 Monate. Und das hat sich eben über Instagram ergeben. Das ist eben, läuft über Discord und wird, glaube ich, ganz gut. Also bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das ist dann quasi mehr für mich. Wie nennt sich das? Sterne-Challenge-Glas ist ja leer und ich werde in der Hinsicht auch keine neue Challenge machen. Ich werde auch keine 23 für 23 Challenge machen und ich werde auch keine Reihen-Challenge machen, weil das beides Dinge sind, die ich spannend finde, die aber für mich nicht funktionieren. Ich lese ungern Reihen und ich lese auch ungern Reihen, wo ich mir vorgenommen habe, das so und so zu machen. Ich bin einfach kein Reihenleser, sondern mehr der Einzelbandleser und ich habe einfach nie eine 20 für 20, 22 für 22 Liste gemacht, weil das einfach ein Format ist, was ich selber nicht so spannend für mich selber finde. Ich habe halt dann einfach diese Discord-Lese-Challenge. Und das wird dann eben mein Jahr bestimmen, lesetechnisch, weil ich, wie gesagt, versuche zwar mehr zu lesen, aber auch privat sehr viel zu machen. Und mir ist dann halt wichtig, dass das ausgebaut wird und beides parallel funktioniert. Und zum dritten und wahrscheinlich für das Video wichtigsten Punkt, YouTube. Da wird sich eine große Änderung ergeben, weil ich werde ab 2023 kein YouTube mehr machen. Das hat sich jetzt ein paar Monate abgezeichnet. Ihr habt das ja sicher schon gemerkt, dass ich keine Neuzugänge mehr mache, weil ich keine Lust mehr darauf hatte, dass ich nur noch wenige Videos mache, weil es sich einfach nicht ergibt. Das liegt daran, dass einfach mein Privatleben
verschiedenste andere Richtungen angenommen hat, und ich einfach merke, dass die Luft raus ist. Ich habe YouTube jetzt ein bisschen mehr als 6,5 Jahre gemacht, zu diesem Zeitpunkt 6 Jahre und 8 Monate, was sehr, sehr lang ist, was mich mit unglaublich Stolz erfüllt, weil es einfach, ich glaube, ich habe noch nie irgendwas in meinem Leben so lange am Stück gemacht. Noch gar nichts. Also gut, die Schullaufbahn jetzt ausgenommen, weil Abitur sind ja 12 Jahre. Aber abgesehen davon, ich meine, das habe ich auch nur bedingt freiwillig gemacht, let's be honest. Aber halt so ein Hobby habe ich, glaube ich, noch nie so lange am Stück gemacht. Und ich bin unendlich stolz auf mich, dass ich das so lange gemacht habe. Ich bin unendlich stolz auf alles, was ich da erreicht habe. Abo-zahlenmäßig, von den Leuten, die ich darüber kennengelernt habe. Ich habe meinen besten Freund über YouTube kennengelernt, eine meiner allerbesten Freundinnen ebenfalls. Also YouTube hat mir unglaublich viel gegeben, schon immer. Und ich bin einfach sehr stolz auf alles, was ich dieses Jahr gemacht habe, YouTube-technisch, aber auch die Jahre davor, weil ich, wie gesagt, immer mich ausprobiert habe. Ich war immer kreativ und ich habe einfach in den letzten Monaten gemerkt, dass diese Kreativität weg ist. Die Leidenschaft und der Spaß an der Sache ist komplett verschwunden. Und ich sage damit nicht, dass das eine endgültige Entscheidung ist. Ich sage auch nicht, dass ich das nie wiederbekommen kann. Ich sage nur, dass es jetzt für mich die richtige Entscheidung ist, erstmal aufzuhören. Und erstmal zu sagen, okay, aktuell ist YouTube für mich nicht das Richtige, weil es nur eine Qual ist, weil ich das mehr aus Pflicht mache, weil ich keinen Spaß mehr habe und die Leidenschaft mir verloren gegangen ist und die Kreativität, die ich immer in alle Formate gesteckt habe, in den letzten 3, 4 Monaten komplett verschwunden ist. Ich habe sie in anderen Bereichen, wie gesagt, bei Lese-Challenges, die ich für nächstes Jahr mir überlegt hatte, beziehungsweise wo ich jetzt mitmache, wo ich mir das zusammenbastle und bei all den Vorsätzen, die ich für nächstes Jahr habe. Also es ist nicht so, dass meine Kreativität weg ist, sonst könnte ich das mit dem kreativen Schreiben ja vergessen. Aber auf YouTube bezogen ist da einfach nicht mehr viel. Und ich hatte das in den letzten 6 Jahren ja immer mal wieder. Ihr habt das ja immer mitbekommen, dass ich so Phasen hatte, wo ich dachte, oh, ich kann einfach nicht mehr. Ich glaube, es geht nicht mehr. Und es waren aber immer so Phasen, wo das dann wieder vorbei war. Und jetzt gerade ist es eine Phase, die sich anders anfühlt. Ich hatte nie dieses Gefühl, vielleicht sollte ich aufhören. Ich hatte immer dieses Gefühl, sollte ich drüber nachdenken? Aber wenn ich wirklich länger drüber nachgedacht habe und 1, 2 Monate vergangen sind, habe ich nie aufhören wollen. Und jetzt gerade bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, das ermüdet mich und es macht mir keinen Spaß mehr, die Leidenschaft fehlt und deswegen ist es für mich hier der richtige Schritt zu sagen, 2023 gibt es keine Videos. Ich behalte mir natürlich vor, dass es Änderungen gibt, weil wenn ich jetzt im Sommer merke, dass mir der größte Teil fehlt, dass all diese Kreativität und Leidenschaft wieder Richtung YouTube gehen müssen, weil es sich richtig anfühlt, dann werde ich das auch machen. Ich werde es immer nach meinem Gefühl machen. Und das ist auch das, was mich jetzt dazu verleitet zu sagen, ich habe das 6,5 Jahre gemacht, ich bin unendlich stolz darauf, ich bin so dankbar für alle von euch, die dabei sind. Viele von euch sind ja wirklich auch schon lange dabei. Also ich nutze das jetzt hier auch so ein bisschen, um euch Danke zu sagen. Danke für die vielen Likes, danke für die vielen Kommentare, danke für die Kommentare und Likes auch auf Instagram. Das ist etwas, was ich beibehalten werde. Also ich werde nicht komplett von der Bildfläche verschwinden. Es werden nur keine neuen Videos geben. Die alten Videos werden alle erhalten bleiben. Der Kanal wird auch erhalten bleiben, weil wie gesagt, ich möchte mir immer die Möglichkeit offen lassen, wieder zurückzukommen. Wenn ich irgendwie dieses Jahr, nächstes Jahr oder in 5 Jahren merke, vielleicht wäre das was, jetzt habe ich wieder Lust dazu, möchte ich die Möglichkeit haben. Deswegen werde ich diesen Kanal so bestehen lassen, wie er ist. Aber es werden jetzt erstmal keine weiteren Videos kommen, weil für mich ein Wendepunkt erreicht ist. Mein Gefühl sagt mir einfach, das kannst du so nicht weitermachen, weil du dich sonst komplett, ja, etwas zuschreibst, wo du gar keine Leidenschaft mehr dafür hast und das darunter leidet auch der Content und das ist mir und euch nicht fair gegenüber. Und deswegen wird das erstmal zu Ende sein. Ich werde aber weiter über Bücher sprechen. Ich werde das auf Instagram machen. Der Kanal ist unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr mir dann noch nicht folgt, tut das gerne. Ich werde ab nächstem Jahr 2 getrennte Kanäle haben. Ich habe jetzt immer so ein bisschen Privates auf Instagram geteilt und viel Buchmäßiges. Und ich werde einen Privatkanal haben für alle Privatleute. Also wenn wir uns näher kennen, dann könnt ihr mir da auch folgen. Und einen Kanal für alle Buchsachen, sodass ich hoffentlich regelmäßiger Stories über Bücher poste, die ich aktuell lese und auch Beiträge natürlich, so wie ich das jetzt auch gemacht habe, so einmal im Monat oder so, vielleicht auch regelmäßiger, wenn es hinkommt, aber ich werde mir da keinen Druck machen. Ne? Für mich ist einfach wichtig, Bookstagram weiterzuführen, aber ohne jeglichen Druck, ohne jegliches, ich muss so und so viel Stories machen, so und so viel Beiträge. Ich werde es einfach machen, wie es kommt, sozusagen, und wie es Spaß macht. Aber das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Den Facebook-Booksy-Page-Kanal werde ich löschen, weil ich seit über einem Jahr mich da nicht mehr eingeloggt habe und dementsprechend nicht wirklich wüsste, warum ich Facebook haben sollte, weil ich da mit der Plattform nichts mehr zu tun habe. Ich werde weiterhin Goodreads haben. Also wenn ihr wissen wollt, was ich aktuell lese, was ich auf der Wunschliste habe und was ich auf dem Sub habe, das ist alles aktuell auf Goodreads. Ich aktualisiere das eigentlich jeden Tag. Immer, wenn ich ein neues Buch beginne,
trage ich das an dem Tag noch bei Goodreads ein. Also wenn ihr wollt, ist ebenfalls in der Infobox verlinkt. Guckt gerne bei Goodreads vorbei, folgt mir gerne, schickt mir eine Freundschaftseinladung. Dann könnt ihr immer sehen, was ich aktuell lese, auch wenn ich es jetzt zum Beispiel bei Instagram gerade nicht poste oder so. Genau, die Sachen werden auf jeden Fall beibehalten. Aber was YouTube angeht, ja, ist es jetzt einfach das Richtige für mich, da einen Endpunkt zu haben und einen Schlussstrich zu ziehen fürs Erste. Das ist, wie gesagt, etwas, was ich immer offen halten werde, aber wo ich nicht glaube, dass ich nächstes Jahr irgendein Video machen möchte und dementsprechend werde ich auch keins machen. Ich werde das immer offen lassen, für mich selber und vielleicht auch für euch. Also es wäre natürlich toll, wenn ihr nicht alle jetzt deabonniert, weil es eben sein kann, dass nochmal irgendwann Content kommt. Wenn ihr jetzt aber sagt, naja, aber wenn nie wieder welcher kommt, warum soll ich dann abonniert haben? Müsst ihr natürlich nicht bleiben. Ich würde mich natürlich einfach freuen, nochmal ein Abschiedswort von euch zu hören fürs nächste Jahr. Und ich hoffe natürlich, dass, ja, dass es für euch in Ordnung ist. Ich meine, es ist ja meine Entscheidung und es ist die Entscheidung, die, mit der ich mich am wohlsten fühle. Und ich glaube, ich habe mich noch nie so wohl mit einer Entscheidung bezüglich YouTube gefühlt. Wobei es auch immer das Richtige war, weiterzumachen. Ne? Sonst hätte ich ja vorher schon aufgehört. Es war immer mein Gefühl, nein, ich bin noch nicht an dem Ende. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich an einem Wendepunkt bin. Ob es das Ende für lang ist, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall für die nächsten Monate, weil sich das einfach richtig anfühlt, weil meine Prioritäten andere sind und weil meine Leidenschaft und meine Kreativität auf YouTube bezogen aktuell weg ist und ich nicht glaube, dass ich sie so schnell wiederbekomme und ich sie vor allem nicht wiederbekomme, indem ich mich weiter damit beschäftige. Das funktioniert einfach nicht. Und es war beim kreativen Schreiben auch so. Und das bringe ich jetzt auch wieder zurück. Also, ja, das wollte ich nur gesagt haben. Ich wollte euch allen ganz, ganz herzlich danken dafür, dass ihr Abonnenten seid, dass ihr so fleißig kommentiert habt. Das bedeutet mir unendlich viel. Diese 6,5 Jahre haben mir so, so viel gegeben. Ich weiß nicht, ob ich das je in Worte fassen kann. Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, wenn ich es länger versuche, heule ich vielleicht auch. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Denn ein neues Jahr ist immer eigentlich ein Neuanfang und eine neue Möglichkeit. Und ja, mal gucken, was dann Neues auf Instagram kommt. Vielleicht tobe ich mich da ein bisschen aus. Vielleicht ist das kreative Schreiben einfach was, was bei mir die Neuheit bringt. Und ich hoffe, dass natürlich auch alles für euch. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Jahresanfang. Ich hoffe, ihr habt Pläne, die ihr umsetzen könnt nächstes Jahr. Ich hoffe, ihr habt Dinge, die besser werden nächstes Jahr. Hoffnung, die ihr umsetzen könnt. Das habe ich schon gesagt, aber ne, Hoffnung, die euch ins nächste Jahr treibt und die euch antreibt das ganze Jahr. Ich hoffe natürlich, dass ihr gesund bleibt, dass eure Lieben gesund bleiben. Und wir schaffen das schon irgendwie alles. Und da bin ich fast von überzeugt. Und deswegen wünsche ich euch jetzt abschließend einen guten Rutsch in 2023. Ich hoffe, wir hören uns auf Instagram, auf Goodreads oder sonst wo. Vielleicht hier auch. Ihr könnt mir jederzeit Kommentare schreiben. Ich werde alles beantworten. Es kommen nur einfach keine neuen Videos. Und ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Ich wollte nur kurz erklären, wo das Ganze herkam. Und ja, dann war es das von mir an dieser Stelle. Euch ein schönes Jahr 2023. Und wie gesagt, ich hoffe, wir hören uns. Tschüss!